Ist wirklich alles aus bei Kathi und Mats Hummels? Seit Monaten wird spekuliert, dass das Traumpaar getrennte Wege geht. 14 Jahre lang sind sie ein Herz und eine Seele. In der Vergangenheit wird der BVB-Star jedoch immer wieder innig mit Influencerinnen gesehen. So werden ihm bereits Liebschaften mit Lisa Marie Straube oder Celine Bethmann nachgesagt. Vor wenigen Wochen bestätigt ein Insider aus dem Umfeld des Sportlers dann das endgültige Eheaus. Die Quelle erzählt, dass Mats schon seit Anfang 2021 von seiner Frau getrennt lebt. Die Scheidung soll im vollen Gange sein. Auch über das Millionenvermögen der beiden wird angeblich bereits verhandelt. Die TV-Moderatorin und ihr Liebster heiraten ohne Ehevertrag, was die Aufteilung des Hab und Guts erschwert. Zu den Trennungsgerüchten äußert sich das Paar allerdings nur selten. In einem neuen Interview spricht die 34-Jährige jedoch endlich Klartext. Im Gespräch mit Bunte verrät Kathi, dass sie lange Zeit um die Ehe kämpfen will. Doch mit der räumlichen Trennung wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Denn während Mats wegen des Fußballs in Dortmund ist, leben Kathi und ihr Sohn Ludwig in München. Doch wie geht das It-Girl eigentlich mit der aktuellen Situation um? Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse an vorderste Stelle zu setzen, nach meinem Sohn. Das konnte ich lange nicht. Ich wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen, versichert sie. Damals organisiert sie den Familienalltag oder die Ferien komplett auf sich allein gestellt. Auf Dauer merkt sie aber, dass es so nicht weitergeht. Zudem hat die Influencerin seit vielen Jahren mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen, die sie dazu noch an ihre persönlichen Grenzen bringt. Sie leidet unter Depressionen und hat mit Panikattacken zu kämpfen. Schon mit 24 Jahren versucht sie weiterhin, alles unter einen Hut zu bringen, auch weil sie Mats sehr liebt. Mittlerweile weiß sie aber, dass sie immer mal wieder Zeit für sich braucht, um zur Ruhe zu kommen. Inzwischen führen die Ex-Eheleute auch sehr unterschiedliche Leben. Während Kathi der Ehe noch etwas nachhängt, scheint der Kicker sein unabhängiges Leben in vollen Zügen zu genießen. Kommt sein Sohn Ludwig da nicht manchmal etwas kurz? Nein, wie Kathi im Interview versichert. Auch wenn sich das Vater-Sohn-Duo nur selten sieht, ist der 33-Jährige für seinen Nachwuchs da. Mats ist in seinem Verein sehr eingespannt und hat nicht so viel Zeit, aber natürlich sieht er seinen Sohn. Wie gern Kathi in guten Erinnerungen schwelgt, zeigt sie auch auf ihrem Social-Media-Account. Anlässlich ihres 7. Hochzeitstags teilt die Moderatorin zum Beispiel ein Familienfoto auf Instagram. Das verflixte 7. Jahr, in liebevoller Erinnerung an den 15. Juni 2015, schreibt sie zu dem Schnappschuss. Zudem verwendet sie den Hashtag »Alles im Leben geschieht aus einem bestimmten Grund«. Das hört sich ja fast so an, als würde Kathi inzwischen zuversichtlich in die Zukunft blicken können.